Freiheit von religiösen Strukturen. Lange habe ich überlegt, ob ich diesen Traum, den ich am 26. Dezember 2011 hatte, veröffentlichen soll. Nicht jeder versteht, was es heißt, im Geist zu leben, statt in Religiosität gefangen zu sein. Jetzt habe ich mich aber dazu entschieden und bete, dass die Botschaft klar und ohne Missverständnisse rüberkommt, dass der Heilige Geist diese Worte gebraucht. Der Traum. Ich stand mit ein paar anderen Christen in einer alten, traditionellen Kirche. Die Atmosphäre wirkte dunkel und kalt. Wir befanden uns vorne im Altarbereich. Dort zündeten wir ein Feuer, das in kürzester Zeit auch die Decke brennen ließ. Anschließend rannten wir in Richtung Ausgang, um schnell zu flüchten, bevor alles in sich zusammenstürzen würde. Denn das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet. Ich war schon beim Ausgang, als mir einfiel, dass ich etwas vergessen hatte. Also ging ich wieder zurück, um es zu holen. Als ich mit den Sachen wieder zum Ausgang rannte, bemerkte ich, dass in der Zwischenzeit Sicherheitsleute gekommen waren. Es waren Männer in Uniform. Sie fragten, was passiert sei. Wir bekamen Weisheit und konnten uns herausreden. Scheinbar waren diese Männer mit unserer Antwort zufrieden und ließen uns gehen. Draußen vor dem Kirchengebäude sprang ich in die Luft und konnte in der Luft frei schweben. An dieser Stelle spürte ich Gottes Herrlichkeit, eine totale Freude und Freiheit. Als ich zurücksah, sah ich aber die anderen Christen. Sie hatten zwar das Kirchengebäude verlassen, aber konnten nicht fliegen. Sie standen noch vor dem Eingang, sprangen vom Boden auf und ab, aber blieben nicht in der Luft. Scheinbar hatten sie nicht gelernt zu fliegen. Ich war besorgt darüber, denn ich merkte, dass sie schnell fliehen mussten. Also rief ich ihnen zu: "Es ist so einfach, springt einfach vom Boden ab." Ich glaube, dass dieser Traum eine Warnung von Gott an uns Christen ist. Eine Warnung, dass wir Christen religiöse, gesetzliche, menschliche Strukturen verlassen sollen. Und dass solche Strukturen innerhalb einer Nacht wegbrechen, beziehungsweise durch das Feuer des Heiligen Geistes wegbrennen können. Im Traum steht das alte Kirchengebäude für diese Strukturen, die uns nur binden und gefangen nehmen. Strukturen, die uns daran hindern, im Geist zu leben, in Freiheit, Freude, in der Herrlichkeit Gottes. Damit ist nicht gemeint, dass wir Gemeinden verlassen sollen, sondern vielmehr, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, so dass er wegbrennen kann, was uns an der Freiheit hindert. Ist die Christenheit bereit, in der Freiheit des Geistes zu leben? Oder möchte sie am Alten festhalten und nicht zulassen, dass es durch das Feuer des Heiligen Geistes ersetzt wird? Es gibt Christen, die neue Aufbrüche des Heiligen Geistes kritisieren, die Männer in Uniform. Sie sind verärgert, wenn Religiosität und Gesetzlichkeit abnehmen und die Freiheit und Freude zunimmt. Sie sind verärgert, weil sie ihre Sicherheit in den Strukturen, nicht aber im Vertrauen finden. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er lässt uns unsere Entscheidungen, Religiosität, tote Werke oder Leben im Geist, Freiheit, vorbereitete Werke von Gott. Doch wenn wir uns ihm hingeben, dann möchte er gerne das Tote, Alte, Unnütze wegbrennen. Es ist ein reinigendes Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes reinigt und befreit. Das Leben im Geist ist nicht schwer, es ist einfach, so einfach wie Fliegen. Doch es kostet uns Überwindung und Vertrauen. Ich glaube, dass der Sprung in die Luft diesen Vertrauensschritt symbolisiert. Ein völliges Vertrauen in Gott, dass er uns befähigt, etwas zu tun, was für unseren Verstand nicht logisch oder möglich erscheint. Das Fliegen ist das Leben im Geist. Wie lernen wir das? Indem wir Jesus ganz vertrauen und mit ihm Gemeinschaft verbringen. Ohne Anstrengung, denn er verändert uns. Allein seine Gegenwart, seine Liebe, seine Kraft, nichts anderes. Und dann sind wir nur von Jesus abhängig, nicht von religiösen Programmen,
Selbsthilfen etc. Die Abhängigkeit von ihm bindet uns nicht, sondern macht uns frei von Dingen, die uns nur schaden würden. Wenn du magst, bete mit mir. Herr, bitte zeige mir, wo ich noch in Religiosität gefangen bin. Bitte mach mich frei von Dingen, Strukturen, Gewohnheiten, die mich einengen und deiner Freiheit berauben. Ich will in deiner herrlichen Freiheit leben und mich von deinem guten Heiligen Geist verändern lassen. Danke, dass du mich veränderst und mich ganz neu entflammst mit deiner Liebe. Heiliger Geist, ich lade dich gerade jetzt neu in mein Leben ein. Komm und begegne mir neu auf deine Art. Amen. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.